Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung des Kramer Teleskopladers KT144. Mit seinen kompakten Abmessungen, mit einer Höhe von unter 2 Meter und einer Breite von 1,60 Meter sowie seinem Einsatzgewicht von etwa 3000 Kilogramm bildet der KT144 das kleinste Modell im Portfolio der Kramer Teleskoplader. Nichtsdestotrotz verfügt er über erstaunliche Leistungsdaten. Die Nutzlast beträgt bis zu 1450 Kilogramm, die Hubhöhe ca. 4,50 Meter. In Serie ist das Fahrzeug mit dem bewährten Kramer Schnellwechselsystem mit mechanischer Verriegelung ausgestattet. Optional sind eine hydraulische Verriegelung sowie verschiedene gängige Schnellwechsler, darunter die Euroaufnahme, erhältlich. Für die Bedienung von Anbaugeräten mit zusätzlichen Hydraulikfunktionen, wie zum Beispiel einer Silagebeißschaufel, ist der dritte Steuerkreis bereits ab Werk verbaut. Werfen wir nun einen Blick auf die beiden Motorvarianten. Die Basis bildet hier ein Yanmar-Motor mit 19 kW bzw. 25 PS. Dieser erfüllt die Abgasstufe 5 ohne weitere Nachbehandlung, was ihn zu einer günstigen Einstiegsvariante für die meisten Anwendungen macht. Die Leistung der Arbeitshydraulik beträgt bis zu 29 Liter pro Minute. Für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf ist optional ein Yanmar-Motor mit 33 kW bzw. 45 PS erhältlich, bei dem die Abgasnachbehandlung mit einer Kombination aus Katalysator und Partikelfilter erfolgt. Die Hydraulikleistung beträgt dann maximal 42 Liter in der Minute, was zu schnelleren Ladespielen und einer höheren Performance des Fahrzeugs führt. Für den großen Motor ist außerdem ein erweiterter Optionsumfang erhältlich, darunter die Endgeschwindigkeit von 30 km/h und die Leistungshydraulik Powerflow mit bis zu 70 Liter pro Minute. Für optimale Zugänglichkeit bei der täglichen Wartung verfügt der KT144 über eine sich zum Fahrzeug hin weit öffnende Motorhaube. So sind alle wichtigen Komponenten wie der Dieseltank, der Luftfilter, der Kühler und der Ölmessstab gut erreichbar. Am Fahrzeugheck lassen sich neben einer Rangierkupplung auch eine K50-Kupplung für Autoanhänger sowie eine automatische Anhängerkupplung anbringen. Zusätzlich ist wahlweise ein einfach- oder doppelbrückender Hydraulikanschluss im Heck erhältlich. Kommen wir nun zu einem der wichtigsten Punkte, der trotz der kompakten Abmessungen des Fahrzeugs geräumigen und komfortablen Kabine. Ergonomisch angeordnete Haltegriffe sorgen in Verbindung mit der niedrigen Einstiegshöhe von nur 40 cm für einen bequemen Ein- und Ausstieg. Der Fahrersitz und das Lenkrad lassen sich individuell auf den Fahrer einstellen. Die großen Glasflächen und die schmalen Kabinenholme sorgen für optimale Sichtverhältnisse. Für die Arbeit im Dunkeln machen verschiedene Beleuchtungspakete mit Halogen- oder LED-Scheinwerfern die Nacht zum Tag. Auch das Kramer-typische Bedienkonzept mit den in Funktionsgruppen eingeteilten und farblich kodierten Schaltern wurde im KT144 umgesetzt. Ebenso der Joystick mit Fahrtrichtungswahl, Teleskopausschub und optionaler Bedienung des dritten Steuerkreises. Der KT144 verfügt außerdem in Serie über eine elektrische Feststellbremse mit Hill-Hold-Funktion. Das bedeutet, dass sobald man die Maschine anhält, automatisch die Parkbremse einfällt. Bei Betätigung des Fahrpedals öffnet sie automatisch wieder, so muss die Maschine zum Beispiel an einer Steigung nicht aktiv mit dem Bremspedal gehalten werden. Neben der Allradlenkung sind optional zwei weitere Lenkarten verfügbar. Die Vorderachslenkung sorgt hierbei, vor allem bei Straßenfahrt, für das gewohnte, sichere Fahrgefühl. Die Hundeganglenkung hilft beim Manövrieren auf engstem Raum. Bei Bedarf kann die Maschine mit einer Langsamfahreinrichtung und Handgas sowie bis zu 4 verschiedenen Fahrmodi ausgerüstet werden. Damit kann der Fahrantrieb optimal auf die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Zur Abrundung der Kabinenausstattung sind noch weitere Features wie Radio, Klimaanlage oder ein luftgefederter Fahrersitz erhältlich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick zum neuen Kramer KT144 und seinen wichtigsten Features geben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Kramer-Händler.